Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Ich habe jetzt ewig kein Video gedreht und es hat sich mega viel angesammelt. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt alles in dem einen Video zeige oder ob ich einen zweiten Teil draus mache. Erfahrungsgemäß ist das irgendwie kacke, weil der zweite Teil wird dann kaum noch geklickt. Obwohl es eigentlich auch noch interessant ist, finde ich. Ja, das ist bei den aufgebrauchten Videos auch immer so, obwohl ich ja dann wieder andere Sachen zeige. Aber gut, ich war bei DM, bei Rossmann, Body Shop, ich habe bei Douglas bestellt, wo noch? Flaconi, bei Müller war ich und bei Amazon habe ich auch noch bestellt. Oh Gott, Leute, ja, ne? Es hat sich was angesammelt. Ich ziehe einfach mal so ein bisschen raus und dann zeige ich euch, was ich gekauft habe und schau mal, dass es nicht zu lange wird, weil bei dem tollen Wetter, da hat natürlich keiner Lust, ein Video zu gucken, was 30, 40 Minuten geht, verstehe ich natürlich. Ich habe mir wieder nachgekauft Wattepads, dieses Mal von Isana, 100% Baumwolle, 140 Stück Duftmet. Ich war halt bei Rossmann und brauchte welche. Ich habe mir die auch noch in groß gekauft. Die habe ich hier. Ja, brauche ich jetzt wieder. Meine sind leer und dann werden die auch angebrochen. Und da muss ich schon wieder welche nachkaufen. Dann habe ich mir nachgekauft von Colab ein Trockenshampoo. Das sind einfach meine Liebsten. Meins ist jetzt leer gegangen. Ich habe keins mehr da. Ich möchte da jetzt eigentlich auch keine mehr ansammeln. Immer wenn ich merke, dass es leer wird, einfach wieder eins nachkaufen, weil das merkt man ja, wenn das leer wird. Was brauche ich das auf Vorrat? Das brauche ich nicht. Und ich habe mir mal diese Variante mitgenommen. Sieht sehr süß aus und war reduziert auf 2,50 Euro. Ja, riecht sehr, sehr gut, fruchtig. Ja, gefällt mir. Dann wieder mit, ich ziehe das aus der Box raus, deswegen Tempo-Boxen. Ja, von Rossmann, die mag ich sehr gerne. Die sind halt günstig. Was kosten die? 59 Cent oder so. Und sind eben günstiger als die von DM. Und finde ich gut, sind schön schmal. Gefallen mir. Dann habe ich wieder gekauft Zahnpasta, einmal die Sensodyne und einmal Meridol. Das sind meine zwei Liebsten und ich wechsle da ab. Und deswegen gehen die auch immer relativ gleichzeitig leer. Dann Dentec. Was ist das? Zahnseide-Sticks. Genau. Ja. Muss man auch ab und zu mal wieder nachkaufen. Dann sind jetzt beim Umzug durch das Tapete schneiden. Wir haben dann aber auch extra noch eine Schere gekauft, für Tapete zu schneiden. Aber wir hatten keinen und haben dann unsere Schere benutzt aus der Küche. Die hat es aber nicht überlebt. Habe ich jetzt eine Schere nachgekauft bei DM als Allzweckschere. Profissimo, die hat, glaube ich, 3 Euro gekostet. Ja, hübsches Design. Warum nicht? Brauchen wir jetzt einfach wieder. Dann habe ich mir noch eine Teedose. Also für mich ist es eine Teedose. Es tut mir leid, wenn ich jetzt immer das hier so rausziehe. Aber ich habe es eben hier neben mich gestellt. Das wird euch aber nicht stören. Die Produkte interessieren euch ja. Eine Teedose, weil ich kaufe mir ja gern losen Tee von Teegschwendner. Da, ja, das schmeckt mir eben am besten. Dann brühe ich mir den auf und gieße das auf 1 Liter auf. Und dann mache ich das in meine, ich habe mir so eine von, wie heißt das, Equa, glaube ich, so eine Flasche gekauft. Ja, da brühe ich mir immer Tee auf, lasse den abkühlen, gieße auf 1 Liter Wasser dann auf, je nachdem, was das halt für ein Tee ist. Und dann trinke ich auch mehr den Tag über. Und um den aufzubewahren, habe ich mir jetzt eben die Dose hier gekauft, weil ich finde das blöd, immer in dieser Plastikverpackung und das dann da rausholen mit dem Löffel. Und das, ja, finde ich so einfach besser. Und ja, genau. Fand ich sehr schön. Sieht so ein bisschen aus wie Holzoptik hier. Hat mir gut gefallen. War auch nicht so teuer. Ich glaube 2,45, 2,95, sowas rum. Ja.
Dann habe ich mir was nachgekauft und zwar das hier. Das ist so ein Set mit kleinen Flaschen drin und kleinen Döschen. Einfach weil ich einer Freundin eine Maske zum Testen geben wollte und hatte keine mehr von diesen kleinen Dingern hier. Und dann habe ich jetzt mein letztes, diese letzte Flasche hier hatte ich, ich habe mir ja schon mal so ein Set gekauft, hatte ich jetzt gebraucht, weil beim Umzug ist mein Waschgel. Die Flasche ist kaputt gegangen, ist irgendwie abgebrochen und dass ich das eben wieder benutzen kann und das nicht offen ist, weil das halt auch Naturkosmetik ist, habe ich das umgefüllt, den letzten Rest, und jetzt brauchte ich das einfach wieder. Ich finde es praktisch, das da zu haben, und deswegen musste ich mir das wieder nachkaufen. Dann habe ich bei Amazon bestellt ein Face Cleansing Set, und zwar das hier. Ich hoffe, das ist nicht zu hell. Ich mache es mal ein bisschen dunkler hier, das Ringlicht. Ja, dunkler, nicht heller. Ich hoffe, es geht. Und zwar ist das ein Cleansing Gel und ein Toner. Und zwar von Mother Nature Cosmetics. Ich mag die Marke sehr, sehr gerne. Ich habe da schon einiges von da. Und ja, das habe ich mir bei Amazon bestellt. Ich kann es euch mal verlinken. Das ist das hier mit so einem schönen Pumper. Und dann auch noch der Toner, weil ich ja jetzt meine Abschminkroutine ein bisschen geändert habe und ich habe super viel Toner aufgebraucht. Und ja, deswegen brauchte ich wieder was und ich mag die Marke halt einfach, und weil es Naturkosmetik ist, dachte ich, teste ich das. Und passend dazu habe ich mir dann auch noch eine Hyaluronic Moisturizer Hydrating and Firming Creme gekauft. Was ein Name. Natural Skincare. Ja, super schöne Verpackung mit der Giraffe da drauf. Toll. Und ich packe es auch mal aus, zeige es euch. Und zwar kommt das hier in so einem dunklen Tiegel. Ich denke, das ist Absicht, einfach damit das nicht so schnell kaputt geht, dass das nicht so schnell kippt, wenn das offen steht, weil durch das Dunkle vermutlich, ich kann mich jetzt auch irren, weniger Licht rankommt und das dann vielleicht einfach länger haltbar ist. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so habe ich mir das gedacht. Sieht auf jeden Fall super schön aus. Es ist ein Glastiegel, also sehr hochwertig. Kann man auch gut verschenken. Ja, werde ich ausprobieren. Ah, dann durfte noch mit bei Rossmann, weil es rausgegangen ist und weil es limitiert ist. Duschgel. Ich schäme mich, es zu sagen. Das riecht wie der Kaffeepudding, den wir immer in Frankreich kaufen. Oh, ich könnte das essen. Oh, das riecht so unglaublich gut. Ja, ich... Mann, es ging nicht anders. Ja, es ging schon anders, aber irgendwie auch nicht. Dann habe ich bei Amazon bestellt, das kann ich euch auch verlinken, aber es werden auch viele von euch kennen. Wollte ich mal testen, wenn euch das interessiert in einem Video, dann schreibt es mir gerne auch in die Kommentare. Und zwar von Luvia etwas. Ja, die Marke hat man vorher mal öfter gehört, jetzt gar nicht mehr so. Aber ich finde erstens mal die Verpackung sehr hochwertig. Dann wie so eine Pralinenschachtel kommt das daher. Und da drin ist die Palette. Also wenn ihr was Tolles verschenken wollt, da braucht ihr gar nichts mehr machen. Das ist schon verpackt. Es sieht so ein bisschen aus wie zu Eva. Finde ich sehr schön. Und wer hätte es gedacht? Aber es ist alles matt. Es sind alles matte Töne. Also alleine würde ich die jetzt nicht benutzen mit einer anderen zusammen. Aber das sind die Töne hier. Bunt, aber auch ein bisschen neutral. Ja. Würde ich gerne mal testen. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und dann habe ich noch bestellt die Highlighter-Palette. Die sieht so aus, auch mega schöne Verpackung. Also super geeignet zum Verschenken, mega. Das ist diese hier
Und ich mache sie mal auf. Oh, meine Finger. Oh, schaut da nicht so drauf. Wir haben voll gelitten jetzt beim Umzug. Vom ganzen Kartons wieder aufreißen, dann Kartons zusammenfalten. Da muss man die ja immer so aufklappen und... Oh, naja. Da muss ich sagen, die Palette riecht so ein bisschen stark parfümiert. Sehr stark parfümiert. Also wer das nicht ab kann, für den ist das nichts. Aber ich werde es mal ein bisschen offen hinstellen und mal gucken, ob sich das gibt vom Duft her, weil das ist überhaupt gar nicht mein Geschmack vom Duft. Aber die Highlighter sollen ja sehr, sehr gut sein, habe ich gehört. Und deswegen wollte ich es gerne ausprobieren, gerne auch in einem Video. Ich habe jetzt auch, ich glaube, 2 oder 3 Videos geplant, in denen ich mich auch schminke. Und auch mit Produkten, die neu sind. Ja gut, was heißt neu? Die ich noch nie ausprobiert habe, die ich mir neu gekauft habe. Einiges ist auch neu jetzt gerade auf dem Markt, aber einiges auch nicht. Genau, wenn es euch interessiert, gerne auch in die Kommentare. Und auch gerne, wenn ihr irgendwie Interesse habt, teste mal die Palette oder hast du die Palette, mach mal damit einen Look. Dann kann ich das gerne machen. Ihr müsst es mir nur in die Kommentare schreiben. Dann das Pralinenpapier lasse ich jetzt mal draußen. Dann geht es weiter mit etwas, was ich auch bei Amazon gekauft habe. Und ich glaube, das wird hier nur ein Video. Es geht doch relativ zügig. Mist, habe ich eins weniger für euch. Waschbare Abschminkpads. Hat mich sehr interessiert, auch von Amazon bestellt. Wie gesagt, ich probiere mich da ein bisschen aus momentan. Möchte meine Abschminkroutine ein bisschen ändern. Und da ist auch super viel leer gegangen jetzt momentan. Werdet ihr im Aufgebraucht-Video sehen. Das kommt mit so einem schönen Netzbeutel, den kann man auch zum Waschen verwenden. Und das sind halt eben die Pads und das ist keine Mikrofaser, finde ich nämlich sehr, sehr schön. Das ist nämlich 100% Baumwolle. Ich wollte nämlich kein Mikrofaser durchs Gesicht ziehen. Das sieht so aus, ja, relativ groß auch. Finde ich gut. Ich werde es mal ausprobieren. Habe es noch nie getestet. Wenn ihr das schon mal getestet habt, dann schreibt es mir. Mir war es halt eben wichtig, dass es kein Mikrofaser ist. Das möchte ich nicht in meinem Gesicht haben. Und genau, deswegen Baumwolle. Habe es wieder verpackt. Kommt jetzt hier rein. Wird getestet. Ich habe auch jede Menge Kosmetik gekauft. Das zeige ich euch aber zum Schluss. Ich habe nämlich auch noch eine Box da, die ich bei Müller bestellt habe. Bei The Body Shop habe ich mir eine Bodybutter gekauft. Verwende ich zurzeit irgendwie immer noch lieber als Body Lotion, obwohl es jetzt auch schon was wärmer ist. Aber trotzdem irgendwie, ja, das ist hier Weinberg Pfirsich. So sieht das aus. Riecht nach Pfirsicheistee. Wahnsinnig toll. Ach, super. So, da freue ich mich extrem drauf, das zu benutzen. Und dann, shame on me, habe ich mir noch Masken gekauft. Ziemlich viele. Einige bei DM und einige bei Real, weil ich ja immer sonntags, so alle 2 Wochen mindestens. Ich schaffe es nicht immer jede Woche, aber ich versuche es zumindest jede 2. Woche eine Verlosung zu machen auf Instagram. Das geht so, wer mir eben auffällt, der viel liked, immer kommentiert, quasi mich supportet, der kann einfach gezogen werden. So funktioniert die Verlosung. Und da möchte ich natürlich dann auch immer was mit reingeben. Da kommt so ein kleiner Umschlag mit Goodies, mit Masken, was zum Baden oder kleine Proben. So bunt gemischt. Und genau, das ist es halt. Und da habe ich diese hier gekauft. Ja, einmal halt für mich und dann einmal noch für in diese Verlosung mit rein. Dann habe ich für mich gekauft, wollte ich ausprobieren, sollen ja super toll sein, habe aber die letzten 2 gekauft, leider nicht mehr bekommen. Diese Augengel-Pads von Isana, Glamour and Gold, die sollen ja hammer toll sein. Ich werde es ausprobieren. Dann Balea-Tuchmaske mit Mango-Duft. Ich mag ja am liebsten Tuchmasken eigentlich. Dann Melone. Ja, Melonenduft ist eigentlich gar nicht mal so meins, aber ich wollte es trotzdem gerne ausprobieren. Es hat mich angesprochen. Und was ich leider nicht mehr bekommen habe, diese Maske mit Kokos, die in so einer hellblauen Verpackung war.
Habe ich leider nicht mehr bekommen. Wollte ich auch gerne testen, aber gut. Und dann das hier. Avocado und Honig, sieht einfach super süß aus. Ja, habe ich mir halt auch noch gekauft. Und dann auch für in die Verlosung, sind das alle? Nein. Ganz viele Masken von Soy, weil die sind nämlich von Real. Und ich glaube, dass nicht jeder Real in der Nähe hat. Und dann dachte ich jetzt so DM, Rossmann, das ist sowas, ja, da kann jeder irgendwie rankommen. Aber ich wollte schon mal was anderes dann in die Verlosung mit reinpacken. Und dann habe ich gedacht, nehme ich mal eher was Unbekannteres mit, an was jetzt nicht jeder so rankommt. Genau, da habe ich einmal hier Reinigungsmaske, dann Q10-Maske und dann noch Oxygen-Maske und jeweils 2 Stück davon. Dann habe ich zugeschickt bekommen von der lieben Anna vom Kanal Ananas Beauty. Ich glaube, so heißt der Kanal. Ich werde es euch verlinken. Diese Ampullen von Barbourne, das habe ich ja in meinem Ampullentest-Video gesagt, dass ich die mega, mega gut fand. Das ist eine Limited Edition gewesen und sie hat die zu Hause gehabt, hat gesagt, sie benutzt es einfach nicht, ob ich es gerne haben möchte. Und dann hat sie mir das zugeschickt. Super nett von ihr. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ich habe ihr dann auch eine Kleinigkeit zurückgeschickt, weil sie macht auch Maskenvideos. Und da habe ich ihr was geschickt zum Testen und vielleicht seht ihr das in irgendeinem Video, wenn sie es testet vor der Kamera. Genau, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich finde die wahnsinnig gut und die werden auch nicht lange überleben hier. Und jetzt gucke ich gerade mal, jetzt zeige ich euch noch die Box, die ich bei Müller bestellt habe. Und dann geht es zu den dekorativen Kosmetikprodukten. Es geht noch von der Zeit her. Und zwar gab es bei Müller die Lavera Box. Ja, sie ist noch zu. Schauen wir mal. Was hat die gekostet? Ich glaube 10 Euro. Es gab ja auch die Sancho Box, die habe ich ja auch schon geöffnet. Komm her, ich hab's. Okay, es ist ein bisschen durcheinander jetzt hier, vermutlich vom Umzug. Ist alles ein bisschen hin und her geflogen. Es ist jetzt auch ein bisschen chaotischeres Video, aber gut, ich bin ja keine professionelle Beauty-YouTuberin. Oh Gott. Ja, was ist drin in der Box? Ein Deo Roll-On, finde ich toll, weil ich benutze das gerne. Und das ist Bio-Calendula und Bio-Aloe Vera ohne Alkohol. Und gerade sowas finde ich toll für nach dem Rasieren, weil das nicht brennt, weil das nicht reizt. Und ja, finde ich schön. Dann ist mit dabei eine Nachtcreme von Lavera. Ja, wieso nicht? Dann, ah ja, ein Lippenbalsam. Das werde ich wahrscheinlich auch zurücklegen, auch für eine Instagram-Verlosung, für sonntags mal. Auf YouTube gibt es ja auch öfter mal eine Verlosung. Und ja, weil ich habe noch genug Lippenpflege da. Dann eine Probe, die wird auch da mit reinwandern. Das ist nämlich eine Probe von der Nachtcreme. Und die habe ich ja jetzt gerade schon da in groß. Dann ein Basis-Sensitive-Waschgel. Sehr schön. Passt auf jeden Fall zu meiner geänderten Abschminkroutine. Ich teste mich da ja ein bisschen durch, probiere was anderes aus. Zum einen möchte ich gerne auf bessere Tenside achten, nicht mehr so viel Micellenprodukte benutzen und einfach halt darauf achten, dass man Tenside nimmt, die einfach besser zur Haut sind. Und ja, das ist eben öfter mal in Waschgelen der Fall und ich habe ja auch noch super viel da, weil ich jetzt einfach der Faulheit halber immer viel Micellenwasser benutzt habe und weil das einfach, ja, ich weiß nicht, dann immer Waschlappen benutzen, Waschgel drauf, abwaschen, dann ist hier der Rand immer so ein bisschen feucht. Ja, aber ich möchte das jetzt auf jeden Fall verstärkt so machen, weil es eben besser ist mit dem Waschlappen, dann braucht man nicht so viel Wattepads und das Zeug und außerdem ist es halt auch besser zur Haut. Genau. Und ich habe einen Haufen davon noch da. Dann ist noch weiter mit drin eine Feuchtigkeitscreme, vermutlich für den Tag, weil eine Nachtcreme war jetzt schon mit drin. Bio Aloe Vera und Jojoba. Intensive Feuchtigkeit, Green Hydro Complex.
normale Haut und Mischhaut. Okay, ich dachte sensitive Haut. Okay, gut. Das war die Box. Ja, war nicht schlecht, aber die Santo Box hat mir irgendwie besser gefallen. War irgendwie spannender von den Produkten, mehr Vielfalt. Aber für 10 Euro, komm, was will man da meckern, ist auf jeden Fall für den Preis top. Und jetzt geht's zu den Kosmetikprodukten und oh mein Gott, Leute, da habe ich zugeschlagen. Oh, bleibt unbedingt dran. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich euch ein paar Produkte davon schon gezeigt habe, auf Instagram auf jeden Fall. Wenn ich es euch schon gezeigt habe, dann skippt einfach bis zu dem Produkt, wo ihr es noch nicht kanntet. Ich habe mir von Yves Saint Laurent den Touche Eclat Primer bestellt, habe ich bei Hatti gesehen und deswegen, ja. Und die Umverpackung fehlt, weil ich den schon zweimal benutzt habe und der hat mir mega gut gefallen. Der hat so eine tolle Haut gemacht. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert von dem. Toll. Und den habe ich bei Flaconi gekauft. Ich meine, Flaconi war es. Ja, kann sein. Ich werde es verlinken, wenn ich es finde. Dann habe ich von MAC die Aladdin Collection, nicht die ganze Kollektion, schön wär's, eine Palette gekauft. Ja, das ist die Verpackung. Oh, so schön. Und das ist die süße Palette, wie bei der Blumenkollektion auch schon, Mini. Aber Leute, es ist halt Aladdin und das sind die Farben. Ja, ihr werdet jetzt sagen, Cindy, was genau willst du denn bitte mit der Palette? Ich weiß nicht. Momentan stehe ich auch so ein bisschen natürlichere Farben. Was ist los bei mir? Ja, heute ja auch so braun, gold, schon noch ordentlich draufgeballert, ne? Aber nicht so krass bunt von den Farben her. Ich weiß nicht, ja, hat mir irgendwie von den Swatches her und alles mega gut gefallen. Ich freue mich auf die Palette. Ja. Und dann habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft aus der Kollektion. Verpackung auch. Der Hammer. Und wenn ich ihn jetzt noch aufbekommen würde, das ist Raja. Ja, das ist mit Sicherheit ein Name von Aladdin. Ich habe das schon ewig nicht mehr geschaut. Muss ich mal machen und ich würde auch gerne ins Kino gehen, aber mein Mann nicht so gerne, weil er mitbekommen hat, dass die da die ganze Zeit singen und da ist er dann raus. Ja, das ist der Lippenstift. Hammer, hammer, schöne Verpackung. Mega. Und das ist der. Ja, nach wie vor bei Lippenstiften stehe ich da eher auf dunklere Töne. Oh, ein Traum. Und ja, MAC hat einfach hammergute Lippenstifte, sind wir mal ehrlich. Die halten halt auch super lange. Und dann habe ich mir noch von Too Faced einen Bronzer bestellt. Und zwar der Natural Lust Bronzer. Und ich glaube, meine Haare stehen ein bisschen ab. Aber gut. Das ist ein mega Bronzer. 18 Gramm, mir war das so gar nicht bewusst. Bei der MAC Palette, bei der Boom Boom Blumen Palette, da habe ich ja die Palette ausgepackt und dachte, hä, was ist das? Wo ist der Rest von der Palette? Und bei dem Bronzer war es genau andersrum. Ich packe das aus und dachte, was ist das denn? Ich wollte nicht meinen Body bronzen, nur mein Gesicht. Und das ist die Verpackung. Mega schön, aber was ich so ein bisschen minimal enttäuschend finde, das ist kein Metall, sondern das ist Pappe. Das fand ich so ein bisschen, ihr wisst, ich bin immer ehrlich. Ja, naja, aber, oh, mega, und der riecht so nach Kokos, nach Urlaub, oh. Ich liebe es. So, so schön. Ja, ich werde aber demnächst benutzen und hoffe, es sieht dann immer noch so schön aus. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Auch von MAC aus der Electric Wonder Kollektion. Nein, keine Palette. Schaut euch das an. Das wird
deswegen dachte ich letztes Mal, was ist los, ich habe doch kein Blush oder so bestellt. Ich habe doch eine Palette bestellt, weil das einfach irgendwie die Größe von einem Blush hat für mich. Ja, nein, es ist keine Palette. Es ist ein Bronzer und die Verpackung ist auch irgendwie, ja, Plastik, aber es sieht ganz hübsch aus. Und das hier ist der, ja, hammer, hammer, hammer schön. Und ich habe da die Variante mit dem gelben Unterton genommen. Es gibt auch einen mit einem roten Unterton, aber ja, genau. Und dann habe ich hier noch einen Lippenstift und zwar ist das Natural Born Leader und das war der einzige, der irgendwie ein bisschen dunkler war. Ich mag einfach keine hellen Lippenstifte, das ist nicht so meins. Das ist die Verpackung, wunder, wunder, wunderschön. Und ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben. Schreibt mir mal, ob ihr noch dran geblieben seid. Wenn ihr noch da seid, dann macht doch mal das Herzchen mit der Geschenkschleife, dass ich weiß, wer noch dabei war. Genau, das ist der. Ich habe die Vermutung, der sieht aus wie der. Oh, bitte nicht. Das wäre es ja jetzt. Ja, toll, super. Nein, es ist der hier. Das geschulte Auge sieht einen minimalen Unterschied. Was ist eigentlich los bei mir? Wieso kaufe ich mir zwei Lippenstifte, die fast identisch aussehen? Ja, weil alles irgendwie hier in der Kiste lag und ich nicht gucken konnte während dem Umzug, was ich da eigentlich bestellt habe. Aber trotzdem, komm. Haben ist besser als brauchen. Das war das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch so zugelegt habt aus den Kollektionen in der letzten Zeit, ob es irgendwas zu entdecken gibt. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.